Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash. Ihr wisst ja, das ist euer Kanal, wenn es um die Information über Autos geht, und mit Audi machen wir richtig viel. Ja, und ich habe euch den Audi Q5 Sportback schon im Studio vorgestellt. Ich habe euch das Facelift 2020 im Studio vorgestellt. Wir haben euch den als SQ5 Sportback vorgestellt. Wir haben euch als 45 TFSI Sportback vorgestellt. Und jetzt kommt hier der 40 TDI Sportback, also aktuell der Einstiegsdiesel mit 204 PS, 400 Newtonmeter. Ja, und was der hier so drauf hat in der S-Line und in Gletscherweiß, das will ich euch heute zeigen. Übrigens, hier ist jetzt der neue Ultra Quattro Allradantrieb drin. Ja, und was werden wir machen? Ich erkläre euch in aller Kürze die Optik außen. Was ist eigentlich alles neu? Warum sieht das so geil aus? Was hat es mit dem Coupé-Dach beim SUV auf sich? Was gibt es für Wettbewerber? Was kann der innen? Was kann er auf der Rückbank? Wie viel Kofferraum hat er? Haben wir da Einbußen? Wie fährt er sich? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Warum bin ich eigentlich Diesel-Fan? Warum würde ich mir den in genau diesem Motor hier kaufen? Weil er wenig verbraucht, Leute. Was kostet er? Und dann gibt es am Schluss noch ein paar Tipps und ganz viel von mir. Ich bin der Jan, das ist der Audi Q5 Sportback und jetzt geht's los. Ja, und an der Stelle erkläre ich euch immer was über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Die Jungs sind genial, denn die hatten eine Idee, die vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern, ja, und suchen für euch den garantiert besten Preis für den Nicht-Sportback, für den SQ5 und für alle anderen Modelle auch, die es so, ja, handelsüblich auf dem Markt gibt. Und jetzt spricht man erstmal über die Historie. Dieses Auto gab es von 2008 bis 2016. Da wurde es gebaut, noch hier in Ingolstadt, ne? Und danach, in der zweiten Generation, hat man gesagt, ah, das ist vielleicht so ein bisschen sinnvoller, den in Mexiko, in San José zu bauen. Und ja, da wurde er dann, glaube ich, von 2016, 2017 ab an gebaut. Und dann ist es spannend, weil, naja, jetzt hat man gedacht, okay, das Auto braucht einen Facelift, Kompakt-SUVs kommen sehr gut an. Vor allem die Plug-in-Hybride-Version hier, die waren unglaublich beliebt, unglaublich schnell ausverkauft übrigens. Ne? Die wird es auch weiterhin geben, die werden dann nach und nach in den Markt eingerollt. Aber Facelift braucht man. Da hat sich einiges getan. Modernes Infotainment innen, neuer Look, OLED-Rückleuchten, die auch ganz besonders sind zum Beispiel. Ja, und eben dann mit dem Facelift kam dann hier auch diese Sportback, also SUV-Coupé-Version. Und wer jetzt da draußen von euch denkt, so SUV-Coupés? Ich finde es ja schon bescheuert, dass SUVs überhaupt in der Stadt unterwegs sind. Jetzt sind auch noch SUV-Coupés in der Stadt unterwegs. Ich raste aus. Ja, der hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil der Wirt ist in dem Fall der Kunde und die Automobilindustrie macht nur das, was der Kunde will. Und da gibt es halt ein GLC-Coupé zum Beispiel, ja, da gibt es ein Porsche Macan zum Beispiel, da gibt es ein BMW X4, die sind richtig beliebt. Und auch, ja, bei Audi ist man inzwischen auf den Trichter gekommen, ne? Der Q7 war ja das erste SUV, es gibt ein Q8, also die Coupé-Version davon, es gibt den Q3 Sportback. Selbst den e-tron gibt es inzwischen, ne, als Coupé und jetzt eben halt auch den Q5. Wenn man mit Audi spricht, dann sagen die, ja, die Take-Rate von diesem Auto hier wird ein Drittel wohl Coupé sein und die normale Version werden zwei Drittel sein. Ja, sind wir mal gespannt drauf, aber Volvo hat zum Beispiel auch den XC60, Jaguar hat den F-Pace. Jetzt klingt schon so ein bisschen wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Eigentlich geht es ja darum, dass ich hier diese gletscherweiße Schönheit für euch einordne. Dieses Auto ist 4,69 Meter lang, 7 mm länger als Coupé. Und wenn man den jetzt anschaut, dann gibt es den halt vorne in zwei Varianten. Das ist einmal S-Line, so wie er hier steht, und zum anderen dann die Advanced-Line. Und jetzt ist es interessant, weil normalerweise kommt er mit dem Glanzpaket, heißt hier diese Umrandung um den Single-Frame, und in dem Boomerang hier ist dann irgendwie so, naja, Chrom-Silberfarben. Und in der S-Line haben wir hier besondere Lamellen vorne drin. Die seht ihr, sieht sehr sportlich aus. Also dieses Auto mit der S-Line ist
ist von dem reinen S-Modell kaum zu unterscheiden. Auch das Boomerang-Element hier schwarz, hier vorne unten ist so eine Plastiklippe auch in schwarz. Jessie hätte die gern auch lackiert. Mädels haben immer alles gern lackiert, ne? Jetzt haben wir hier die Leuchten und da ist man bei Audi stolz drauf, weil serienmäßig hat er natürlich Matrix-Leuchten. Hier ist jetzt das Matrix-LED-Licht drauf. Warum ist das eigentlich so geil? Das hat Gründe. Ja, dieses Licht, ja, das kann Schilder anblenden, den Gegenverkehr ausblenden, ist intelligent, wie Matrix eben, der Typ, ne, von Matrix. Und quasi kann man damit permanent mit Allradantrieb, mit Fernlicht fahren und das merkt man auch. Hier haben wir die Ringe noch in Silber und ja, das wäre dann noch schöner, wenn die auch noch in Schwarz kommen. Das ist, glaube ich, am Anfang ja, der Launch Edition vorbehalten. Hier ist es jetzt noch nicht drin. Und dieses Auto von vorne sieht aus wie das Q5 Facelift. Ne? Mit ein bisschen breiteren, flacheren Grill, die neuen Leuchten und so. Da hat sich vorne schon einiges getan. Aber ab der B-Säule hier passiert richtig viel. Ne? Wie bei einer guten Frau, die ist von vorne schön, aber von hinten schnittig. Schaut euch das an hier. Läuft das Dach schön hinten zu, schön spitze, ja, zulaufende Fenster hier, abgedunkelte Scheiben und dann schwarze Umrandung hier, schwarze Spiegelkappe ist hier auch drauf. Und das ist ein richtig gelungener Look, wie ich finde. Vor allem ist der zweifarbig. S-Line steht auch hier drauf, sieht man. Ja, von 18 bis 21 Zoll gehen die Felgen. Hier sind 19 Zoller drauf. Eine Felgengröße tiefer beginnt es dann bei dem Nicht-Sportback. Und ich glaube, es gibt 21 Felgendesigns hier drauf. Das ist ja riesig. Ich glaube, es gibt 12 Lackfarben. Dann gibt es noch die Individuallackierung. Also, da passiert schon eine Menge. Aber ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der jetzt euch nur erklärt, so designermäßig, ja, da habe ich ja eine Dasse gedacht und habe Dasse gemacht. Nein, ich bin der Typ, der euch ganz deutsch ingenieursmäßig erklärt, warum der gut auf der Straße liegt. Und Audi war immer sehr stolz auf den Quattro. Der hatte eigentlich 60% der Kraft hinten, 40% vorne, war sehr flexibel, 85% hinten, 70% vorne. Und hier hat man jetzt den Ultra Quattro. Und der Ultra Quattro, der soll ultra sparsam sein, weil normalerweise ist dieses Auto vorne angetrieben und über eine Lamellenkupplung bekommt man die Kraft, oder ich glaube bis zu 50% der Kraft, da bin ich nicht ganz sicher, nach hinten ein Hang-on-Allrad-System, so nennt man das. Dann spricht man übers Fahrwerk und beim Fahrwerk ist es so, Sportfahrwerk ist bei dem Sportback serienmäßig sehr wichtig. Das gibt es dann optional noch adaptiv, ne? Bei anderen Herstellern heißt es DCC und es gibt das Luftfahrwerk, wie es hier drauf ist. Es gibt hier dann noch die Dynamiklenkung, die es auch optional gibt und dann haben wir bei der S-Version, nur bei der S-Version, hinten noch ein Sperrdifferenzial, was es gibt. Und wenn ihr jetzt da stehen bleibt, genau da, das ist die Schokoladenseite für mich von diesem weißen, gletscherweißen Riese hier. Mein Gott, ist das Auto schön. Richtig schöne Dachform. Ein SUV-Coupé ist nur noch schöner für mich bei Audi. Das ist der Q3 Sportback, lustigerweise, wobei der Q8 auch nicht von schlechten Eltern ist. Und weil der Q8 ja hinten so ein durchgängiges Lichtband hat, hat man sich auch was einfallen lassen hier. Schaut euch das mal an. Ich nähere mich dem Audi. Und ja, dann sagt er, oh, Achtung, Abstand. Wir haben hier nämlich die optionalen OLED-LED Leuchten hinten, die kosten extra. Da könnt ihr euch bei der Konfiguration drei Designs hier auswählen. Das ist jetzt eins, ich glaube, ja, eins, Design 1 quasi. Ne? Und wenn ihr im Dynamik seid, gibt es hier eine andere Grafik. Es gibt ein tolles Begrüßungs- und Verabschiedungslicht hier drin. Und eben diese Annäherungsfunktion, geht vielleicht einfach mal selbst hin, dann seht ihr das. Schwarzpaket hinten heißt dann, ne, hat nicht funktioniert. Schwarzpaket jetzt. Da hinten heißt übrigens auch hier abgedunkelte Scheibe, kommt in Verbindung mit diesem schwarzen Streifen. Wir haben hier hinten so einen riesigen Diffusor. Wir sehen keine Auspuffblenden, was krass ist, ne? Der Diffusor ist schön und ich finde, Schwarzpaket muss sein, weil sonst kommt dieses Paket hier in Silber. Das sieht komisch aus. 40 TDI Quattro, also in meinem Auge. Ringe hier und Q5 in Silber finde ich in Schwarz viel schöner. Aber jetzt schaut mal da unten hin, wo die Endrohre wirklich rauskommen und schreibt mir gerne in die Kommentare, mögt ihr das, dass die ganz weg sind? Was haltet ihr von Fake-Endrohren? Und ist Audi da auf dem richtigen Weg? Der nimmt jetzt 2,4 Tonnen an Haken, was richtig gut ist, wenn man will, ne? Und ja, dann spricht man übers Kofferraumvolumen. Und jetzt sagen ja viele Allmanns SUV-Coupés, großes Auto, weniger Platz, was soll das? Ja, da hat man die Rechnung wieder ohne den Audi-Wirt gemacht, weil bei diesem Auto hat man 500 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen. Nagelt mich nicht auf einen Liter fest und das sind 10 Liter weniger bei aufgestellter Rückbank und ich glaube 30 Liter weniger bei umgeklappter Rückbank. Aber hier hinten, schaut mal, kann man hier umklappen, eins, und kann hier umklappen und sieht dann, okay, hier hinten bekommt man ein Billigregal transportiert. Ein richtiger Deutscher braucht auch hier so ein Netz
Und dann haben wir hier einen doppelten Ladeboden. Und was noch toller ist, bleibt mal da gleich, hier kann man dieses Auto hoch und runter fahren. Das ist nämlich auch interessant. Vorteil der Luftfederung. Die kann tatsächlich, ja, glaube ich, im fahrbereiten Zustand 6 cm, also 60 mm Spiel erlauben und kann zum Beladen 55 mm runter und im Gelände 4,5 cm hochfahren. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Pech, weil da hinten die Audianer ja auch die Sonne genießen wollen, sei ihnen gegönnt. Deshalb springen wir jetzt mal rein und ich zeige euch, ob wir auf der Rückbank auch weniger Platz haben. So, und jetzt bin ich hier und ich habe euch im Studio ja auch schon den normalen Q5 vorgestellt und ehrlicherweise habe ich kaum weniger Platz hier hinten. Schaut euch das an, ich stehe mir im Kopf nicht an, das ist ein kompaktes SUV, ne? Ja, und jetzt schaut euch das mal an hier, richtig großartig, weil wir haben ein Kaufargument für dieses Auto, für mich hier drin. Das ist die Rücksitzbank Plus, heißt, die könnt ihr, ich glaube, das sind 20 cm nach vorne und nach hinten schieben. Ganz nach vorne geschoben habt ihr dann 60 Liter mehr Kofferraumvolumen hinten, was richtig gut ist. Und ihr könnt, schaut mal diesen Griff an, auf dieser Seite den ziehen und dann passiert das. Dann könnt ihr die in verschiedenen Neigungen einstellen, was wirklich geil ist. Hier kann man ja das Handy laden, steht sogar drauf, Charge Only. Wir haben hier noch einen Cup Holder, der auch cool ist. Ja, und jetzt schaut euch mal hier an, diesen Stoff hier. Auf dem Sitz. Mega geil. Das ist halt Audi. Ich bin ja auch ein kleiner Audi-Fanboy. Ein dunkler Himmel. Bequem hier hinten. Man sitzt hier hinten besser als in manchen anderen Autos vorne. Und wenn man jetzt mal in die Tür schaut und das erkennt, dass zwar keine Bang & Olufsen-Anlage drin ist, aber dieses gebürstete Alu, was glaube ich serienmäßig kommt, dann sieht man schon, oh, Audi. Wirklich schön gemacht. Aber mir bammelt es ja irgendwie vor einer Sequenz in den Videos. Das sind die Motoren, weil... Wer schon sagt, dass so ein Golf viele Motorvarianten zur Auswahl hat, der hat die Rechnung hier auch wieder halt ohne den Audi-Wirt gemacht. Und da mein Kopf leider nicht mehr so gut funktioniert, wie er das mal getan hat, habe ich mir die alle aufgeschrieben, weil da gibt es eine Menge und da werden noch eine Menge kommen. Also, wir haben einen 40 TFSI, das ist ein 2 Liter Benziner, der wohl mit 204 PS im Sommer kommt. Dann gibt es den 45 TFSI Quattro mit S-Tronic, 2 Liter, 265 PS, haben wir euch vorgestellt. Und dann kommen wir schon zu den Dieseln. 35 TDI, 2 Liter, 163 PS, der wird wohl kommen. 40 TDI Quattro, ja, der steht hier, 204 PS. 50 TDI Quattro, 286 PS, toller Motor. SQ5 TDI haben wir euch vorgestellt, 341 PS. Der verbraucht jetzt weniger, aber hat auch ein bisschen weniger Leistung, 7 PS. Und dann ganz spannend waren die TFSI, also TFSI-E-Varianten, die PHEVs, 299 und 367 PS, die waren sehr beliebt beim Vorgänger, weil, naja, in Deutschland halt voll förderfähig und ja, die werden ab Ende Februar 2021 bestellbar sein, die Auslieferung werden dann ab Herbst 2021 sein und interessant ist, der Akku da drin bleibt zwar, naja, gleich groß von der Baufläche, aber wächst von 14,1 auf 17,3 Kilowattstunden und hat dann eine höhere Reichweite von 60 Kilometer, was richtig gut ist. Das Auto hier wiegt keinen 2 Tonnen und wir haben einen Diesel. Ich bin ja Diesel-Fan, warum? 204 PS, satte 400 Newtonmeter Drehmoment, passt perfekt zu diesem Auto. Der beschleunigt ja in 7,6 Sekunden auf 100, was jetzt nicht brachial klingt, wird immerhin 222 km/h schnell. Aber Freunde, der hat einen Normverbrauch von nur 5,4 Liter, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. So ein riesiges Auto mit einem Normverbrauch von 5,4 Liter, da sagt ihr, das braucht doch ein Golf. Ja genau, und ob das jetzt wirklich so ist, schauen wir uns einfach an. Braucht er wirklich 5,4 Liter? Wie hängt er am Gas? Wie ist der Innenraum? Wir fangen mit letzterem an und dann fahren wir ein bisschen. Kommt einfach mal mit rein. Ja, jetzt sprechen wir über den Innenraum und ich bin ein bisschen froh, euch den zeigen zu können, weil bisher habe ich einen S gezeigt, ich habe die große Version gezeigt und das ist auch ein S-Line Interior hier, das sieht man zum Beispiel am Lenkrad, aber der ist so ein bisschen mehr basic, heißt wir haben hier dieses gebürstete Alu, was glaube ich standardmäßig kommt und wir haben eine geile Sache, weil auch bei Audi weiß man inzwischen die Umwelt, das ist sehr wichtig, ne? Gerade so ein Diesel ist für mich was sehr ökologisch, so dazu kommen wir später. Hier sind die
Dynamica-Sitze drin und die sind nicht nur praktisch, weil ihr ja hier unten eben diese Beinauflage verlängern könnt, wenn ihr quasi ja richtig lange Oberschenkel habt, sondern die bestehen zum Großteil aus recycelten Materialien und das Geile ist, in diesem Kunstleder hier mit der S-Prägung da oben, das sieht man gar nicht. Also das sind richtig tolle Sitze, die sehen sehr wertig aus, heißt, was für die Umwelt tun eben und Komfort bzw. Luxus muss kein Widerspruch sein. Dunkler Himmel hier drin liebe ich ja, genauso wie das Lenkrad hier, lässt sich toll verstellen. Wir haben eine hohe Sitzposition hier drin. Gebürstetes Alu auch hier, Klavierlack hier, kleines Fach hier. Im Facelift haben wir dieses Fach da vorne dazu bekommen. Schlüssel müssen wir da nicht reinmachen, weil der findet eigentlich auch hier Platz. Was ich extra mal vorbereitet habe, wie in so einer scheiß Oldschool-Kochsendung ist. Hier kann ich mein Handy drauflegen und das ist eine induktive Ladebuchse und das lädt dann. Was ein bisschen doof ist, ist eigentlich nicht, dass man das, wenn man es hier wegmacht, kann man es weiterladen, aber hier haben wir dann den Cupholder direkt drunter. Nö, eigentlich ist nicht doof. Jetzt widerspreche ich mir schon selbst. Und dann haben wir hier eben ja nochmal in der Armauflage hier drin USB-C-Stecker und das obligatorische Audi-Putztuch. Alles kann man damit putzen, weil natürlich neigen Touchscreens, aber das ist kein Audi-Problem, sondern ist bei Touchscreens so zum Verdoben. Und ich denke, jetzt ist es eigentlich ganz sinnvoll, dass ihr erstmal in die Tür schaut und dann zu mir reinkommt. Ich schnalle mich mal schon mal an, weil es wird ja auch gleich gefahren. Ne? Hier, Jesse macht die Türe zu und dann spricht man so ein bisschen erstmal ja über das Infotainment und das Virtual Cockpit Plus, was hier drin ist. Da haben wir es, ne? Und das ist geil, weil über die View-Taste hier können wir die Tuben klein, groß machen. Wir können hier auch in der Mitte irgendwie durchtoggeln, was cool ist. Und dann bräuchte man gar kein Head-Up-Display mehr, was hier vorne ja auch nicht drin ist. Dann haben wir hier alles da unten für den Tempomaten und haben hier die Sprachsteuerung drin. Lauter, leiser könnt ihr am Lenkrad machen. Schön ist, das Display da oben geht auch ganz aus, wenn man das will. Wir haben auch eine Bergabfahrhilfe hier drin. Parkpiepser mit der Rückfahrkamera haben wir hier drin, was dann auch schön ist, wenn man die hier sieht. Ja, wir können die Stabis ausmachen. Den Drive Select Schalter, den haben wir hier. So, da ist es dann individual, sieht man dann Antrieb, Lenkung, Fahrwerk. Ja, heißt, dass wir hier drin dann, wenn man Drive Select nochmal drückt, auch eben die Luftfederung haben. Heißt, das Auto kann man, wie gesagt, anheben und absenken. Ja, und dann ist hier auch schön, schaut mal, diese Klimasteuerung. Von oben und von unten reagieren die Knöpfe, ohne dass man drückt. Die erkennen den Finger schon, bevor wir hier drin sind. Ich bin ein Schattenparker, habe hier die Sitzheizung an, weil es arschkalt da draußen. Und dann haben wir hier das MMI. Was geil ist, weil guck mal, wir haben hier in dem neuen System so eine neue Ebene drin. Dann können wir das hier verschieben, auch cool. Können dann hier das Navi zum Beispiel reinmachen. Können, was auch schön ist, schaut mal bei der Navigation zum Beispiel, suchen hier irgendwie ganz... ganz lustig, so ein A da zum Beispiel hin, YOLO, so ein A da hinmalen, also können da draufschreiben, können da auch ganz flexibel irgendwie reinzoomen oder auch nicht. Wir haben Apps, Fahrzeug, Apple CarPlay, Android Auto gehört hier drin zum guten Ton. Drive Select Schalter habe ich euch gezeigt, ne? Dann haben wir hier noch die Fahrzeuganzeige, was so eine Offroad-Anzeige ist. Wer fährt mit dem Auto ins Gelände? Naja. Effizienzassistent ist auch cool, weil wir hier dann so ja, die prädiktiven Hinweise und Sparhinweise haben. Das sehen wir dann beim Fahren. Ja, die Sitze hier, automatischer Gurtstraffer haben wir. Die Klima, auch eine wunderschöne Grafik, finde ich hier drin. Und also wunderschön reduziert. Ambientebeleuchtung plus ist hier drin. Audi Drive Select passt die sich dann an. Sieht man natürlich tagsüber nichts von. Aber ist gut. Einparkhilfen, Fahrassistenten sind natürlich auch alle drin, um teilautonom Level 2 zu fahren. Ist richtig großartig hier. Aber ehrlicherweise habe ich dieses System euch schon so oft erklärt, dass ich sagen würde, Start, Stopp an. Und ich habe ja einen Traum. Wir sind hier auf der Piazza. Ne? Und ich wollte schon immer mal so tun, als hätte ich jetzt hier meinen neuen Audi Q5 Sportback abgeholt und würde hier über die Piazza fahren. Ne? Oder mit meinem R8 und allen sagen, hallo. Hallo, ich habe mein neues Auto und ihr so. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool hier, so mit dem Audi Museum, ist richtig schön. Und erstmal in dem Auto, manchmal sind es ja die Basics, die das Fahrgefühl ausmachen. Man sitzt hoch, ne? Ja, man hat schnell eine Position für die Lenkung gefunden. Die Schaltpedale hier sind aus Plastik und das Auto ist innen sehr leise. Also da dieselt nichts mehr, wie wofür man früher mal Angst hatte. Ne? So tut, 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 tut. Und wenn man da mal so ein bisschen Gas gibt, dann hängt er auch erstaunlich
gut am Gas. 400 Newtonmeter hat dieses Auto ja. Ne? Die Lenkung ist so ein bisschen teigig in der Mittellage, aber eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und dann haben wir hier die Dynamiklenkung, die ja wirklich was ausmacht. Hier Lenkstärke, Lenkwinkel, Lenkkraftverstärker wird dann je nach Fahrsituation hier angepasst, was Gutes. Und jetzt schalten wir mal im Drive Select Schalter vielleicht auf Effizienz und fahren mal ein bisschen rum und ich zeige euch, was der hier so kann. Prädiktive Hinweise sollten die ein oder anderen auch kommen. Und jetzt ist da vorne gerade grün und jetzt gebe ich mal hier Gas und dann merkt man schon, oh, auf einmal, wir sind ja auf Kopfsteinpflaster, merkt dieses Auto, wir brauchen mehr Traktion. Was passiert also in dem Auto? Ja, die Kraft normalerweise vorne, vor allem wenn man dann auf Dynamic schaltet, ja, und dann geht die an die Hinterachse, glaube ich, ja, zu einem großen Teil und man misst ständig den Schlupf hier in den Rädern, ja, und hat dann eben die Möglichkeit, viel Traktion zu haben. Und wenn man jetzt hier bremst, dann muss man eigentlich von 22 km/h runter ja, die Verlängerung der Start-Stopp-Funktion haben. Dafür muss man sie allerdings anstellen und wenn man jetzt hier losfährt, dann merkt man schon, oh, der hängt erstaunlich gut am Gas. 7,6 Sekunden auf 100 ist sehr schön, würde ich sagen. Allerdings will man dem Ganzen die Krone aufsetzen. Schalten wir hier in Dynamic und jetzt merken wir schon, oh, die Gasannahme ist ein bisschen anders, das Lenkgefühl. Gefühlt ist alles mehr auf Sportlichkeit getrimmt und 7-Gang Automatik hier drin ist auch gut. Bei den Assistenten haben wir einen Totenwinkelwarner, City-Notbremsfunktion, Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat. Also alles im teilautonomen Level 2 unterwegs zu sein. Die Luftfederung hier drin natürlich auch toll, weil die ist zwar sehr bequem, sehr komfortabel hier drin, aber auch gar nicht so stark zum Nankenweigen, wie man vielleicht denken könnt. Wenn ihr allerdings sagt, ey, Drive Select Schalter, Jan, was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe da keinen Bock, die ganze Zeit irgendwas rumzudrücken. Schaltet ihr hier einfach auf Auto und das Auto ja, überlegt sich dann selbst, was im Moment dann ja die richtige Funktion ist. Übrigens hier in Ingolstadt sind die Ampeln auch digital und ja, das finde ich eigentlich ein sehr erhabenes, tolles Fahrgefühl. Jetzt spricht man natürlich so ein bisschen über den Verbrauch. Wenn man jetzt natürlich so Gas gibt wie ich, ja, dann braucht man ein bisschen mehr, aber der ist hier angegeben mit 204 PS, 400 Newtonmeter und mit einem Normverbrauch, der lediglich, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, bei 5,4 Litern liegt. Das Auto wird 222 km/h schnell und das liegt natürlich so ein bisschen, kann man sagen, auch hier in dem 12 Volt Bordnetz, weil diese Verlängerung der Start-Stopp-Funktion und das Segeln, was hier drin möglich ist, natürlich eine immense ja, Spritersparnis mit sich bringt. Hier Audi Precent, schaut euch das an, City Notbremsfunktion, sehr wichtig hier drin. Und ja, wir haben es geschafft, mit dem Auto mit 6 Litern unterwegs zu sein. Ein Auto, was so etwa unter 2 Tonnen wiegt, mit 6 Litern zu fahren, das ist großartig. Das würde einem auch keiner glauben. Und da frage ich mich dann, die 299 oder über 300 PS Varianten, die es dann vom PHEV gibt, die werden auch nicht sparsamer sein. Jetzt ist das natürlich kein Auto im Grunde für die Langstrecke, weil dafür ist er zu hoch. Aber wenn man will, kann man auf der Langstrecke mit dem ja einigermaßen spritsparend unterwegs sein. Und das ist halt natürlich gut, oder auch in der Stadt. Und ja, ich bin ein großer Verfechter vom Diesel, weil er hat halt Vorteile. Viel Drehmoment, geringer Verbrauch und gerade in so einem Auto, denke ich, ist das hier der ideale Motor, ne? Wegen dieser Spreizung eben und weil er das halt möglich macht, so ein großes Auto doch eher spritsparend zu fahren und gerade jetzt hier die 204 PS Variante mit 400 Newtonmeter, finde ich, ist eigentlich die ideale Kombination mit diesem Auto, mit diesem Getriebe. Die Luftfederung ist natürlich toll, aber theoretisch könnt ihr euch die vielleicht auch wegsparen. Weiß nicht, müsst ihr wissen. Aber was ich weiß, und das ist dann alles, was ich zu diesem Auto noch weiß, findet ihr im Fazit. Also fahren wir mal zurück auf die Piazza und ich zeige euch Folgendes. Ja, kommen wir zum Fazit. Und bevor es losgeht, abonniert doch einfach mal den Kanal. Ne? Hier findet ihr alle Q5-Modelle, die es aktuell gibt. Ihr werdet bei uns auch versprochen die PHEVs finden. Ihr werdet, also die Plug-in-Hybride, ihr werdet bei uns auch ja, die Nicht-Coupé-Version
als eine der ersten finden. Also lohnt sich das zu abonnieren. Und jetzt ist eure Frage natürlich, Jan, warum bleibst du so lange sitzen? Es ist in der Sonne warm, das wissen wir, aber dein Job ist, das Auto einzuordnen im Fazit. Und ganz im Ernst, schaut dem doch mal von vorne ins Gesicht. Das ist doch mehr als ein Facelift. Das Auto sieht neu aus, das Auto ist modern, das steht ja auf dem MLB, was ja mit dem Porsche Macan so eine Inselplattform ist. Wir haben wahnsinnig viel Technik hier drin, serienmäßig eben Matrixlichter, optional Matrix-LEDs, extrem viele Farben, extrem viele Felgen, Ultra Quattro hier drin, Quattro gibt es bei den Sechszylindern dann. Und dann haben wir hier auch eine ganze Menge drin, damit dieses Auto eben wenig verbraucht und sauber ist. Das eine, ja, das sind nicht hier diese bewegungsannäherungsempfindlichen Lichter hier, sondern das ist ein doppelter SCR-Cut. Im Volkswagen-Konzern nennt man das Twin-Dosing. Ne? Das ist gut, das macht die Luft, sagen ja manche Experten, sauberer, die da rauskommt, als die, die reingezogen wird. Da will ich mich enthalten. Wir haben ja auch keine Fake-Blenden, weil wir haben gar keine. Und dann haben wir ein 12-Volt-Bordnetz. Und bei diesem 12-Bordnetz ist es schön, weil, naja, wenn er bremst, dann fliegt die Energie nicht einfach weg, sondern die geht dann über den Riemenstarter-Generator in einen kleinen Akku da hinten drin. Ja, und sorgt dann eben dafür, dass wir eine Verlängerung der Start-Stopp-Funktion von 22 km/h runter haben. Und das ist halt ein Grund dafür, warum dieses Auto so einen richtig guten Verbrauch hat. Man kann den mit 6 Liter fahren. 400 Newtonmeter hat man trotzdem und ganz solide Fahrwerte. Und ich finde, das ist wirklich modern. Und deshalb, und da lege ich mich fest, ist der 40 TDI hier mein Lieblingsmotor im Audi Q5 und Q5 Sportback. Weil viel Drehmoment, vernünftige Fahrleistung und guten Verbrauch für so ein riesen Kompakt-SUV, das ist halt einfach ein Wort, würde ich mal sagen, und das Auto generell gut. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich der SQ5 damals ja gelehrt, dass SUVs auch sportlich sein können, als der neu war. Der Porsche Macan danach dann sowieso. Und dieses Auto hat extrem viel in der Nicht-S-Version damit in die Moderne gebracht. Ja, ich hoffe, ich stehe jetzt nicht gegens Licht, aber ich will noch unseren Kooperationspartner erwähnen. Das ist GoLeasy, da könnt ihr den ganz bestimmt leasen, wenn euch der Preis zu teuer sein sollt. Der beginnt ja hier jetzt als 40 TDI bei 52.200 Euro. Die S-Line kommt dazu, die OLEDs kommen dazu, die Felgen kommen dazu, allerhand Ausstattung kommt dazu. Ja, und dann landet man natürlich irgendwie bei 60.000, 70.000 Euro, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist dann wirklich ein Wort und deshalb lohnt sich Leasing. Die vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern, suchen für euch den besten Preis. Wenn ihr die Kohle habt, geht aber mit dem Geldpaket einfach zum Audi und sagt, will ich gern haben. Und das versteht dann irgendwie auch jeder. Ich bin der Jan von The Car Crash. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann abonniert den Kanal. Damit belohnt ihr mehr euch als uns.